Dann haben wir oben den Platz und können das dann wegmachen. Wunder nice. Und für Waffen haben wir jetzt auch mehr Platz. Sehr schön. Unser Gewölbe ist fertig. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Going Medieval in der Early Access. Meine lieben Freunde, schaut euch das an. Ich bin mal in den Screenshot-Modus gegangen und hab mal jetzt hier ein Bild oder hab mal ein Startbild gemacht von unserer Base. Ich wollte jetzt nochmal das Dach aktivieren, damit man das auch sehen kann im Screenshot-Modus, genau. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Guckt euch das mal, wenn ich jetzt hier noch das UI ausschalte. Das kann sich doch schon echt sehen lassen, unser kleines Gehöft hier. Die Mauern werden jetzt auch verstärkt, habe ich jetzt mal mit angefangen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Kalksteinziegel geformt in unserer Steinmetzwerkstatt. Und ja, da werden jetzt dann die Mauern auch hochgezogen und verstärkt. Die haben nämlich ordentlich Trefferpunkte und das ist gut, wenn mal irgendwann Gegner wieder vorbeikommen. Die werden ja auch über die Zeit auch stärker, je weiter wir weiter forschen und fortschreiten. Und je mehr Siedler wir selber auch haben, desto mehr Gegner kommen dann irgendwann auch einfach. Und da ist es doch praktisch, wenn wir auch mal Mauern haben, die ein bisschen mehr durchhalten und nicht so schnell kaputt gehen. Das Problem daran ist aber, das habe ich leider jetzt schon feststellen müssen, wir haben auf der Map leider nicht besonders viele Kalksteinquellen. Gut, jetzt schneit es wieder, jetzt sieht man die auch wieder nicht mehr. Aber wir haben da recht wenig, tatsächlich. Und das ist ein bisschen ungünstig. Weil, ja, wir brauchen eigentlich für solche großen Maueranlagen, brauchen wir nämlich recht viel Kalkstein, um den zu verarbeiten. Da müssen wir mal schauen, wo wir noch mehr Kalkstein herkriegen. Vielleicht gibt es in den tieferen Schichten noch mehr Kalkstein. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Going Medieval in der Early Access reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts um der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Projekt haltet. Guck mal, hier werden jetzt gerade schon Johannisbeeren angesehen. Ich habe mal hier vorne so ein kleines neues Feld angelegt für Johannisbeeren. Ist mir nämlich aufgefallen, dass die nämlich Johannisbeeren auch anpflanzen können, tatsächlich. Da wir jetzt aber noch Winter haben, ich glaube noch 2 Tage sind Winter, es wurde irgendwie gesagt, 12 Tage geht so eine Jahreszeit, müssen wir da uns noch ein bisschen gedulden jetzt mit dem Wachstum der Pflanzen. Ich hoffe, der Kohl, den wir jetzt versehentlich schon ausgesät haben, überlebt diese 2 Tage Winter noch. Der hat nämlich nur noch 9 Trefferpunkte. Das ist ganz schlecht. Niedrige Temperatur, Wachstum eingestellt. Ja, das ist ungünstig. Wir sind hier unten übrigens auch noch dabei, das Gewölbe weiter auszubauen. Das Kellergewölbe. Da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, hier eine Handelskarawane zu beglücken. Nice! Da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, hier diese Ziegelbögen zu benutzen. Das ist auch ganz cool. Da haben wir hier ein schönes, stabiles Gewölbe zur Einlagerung von Items dann. Insbesondere, wenn Handelskarawanen vorbeikommen, ist das sehr, sehr nützlich, dass man sowas hat. Dass man das Zeug, was die einem andrehen, beziehungsweise das Zeug, was wir denen andrehen, dass man das auch einlagern kann, ordentlich. Weil wir haben ja momentan immer noch dieses Item-Lager, was hier oben ist. Was ist das eigentlich da? Eisenbarren, genau. Eisenbarren sind schwarz. Sehr, sehr ulkig. Sehr noch nie gesehen, so schwarze Eisenbarren. Genau, da liegt nämlich auch noch Zeug hier, was immer noch nicht eingesammelt wurde, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann. Warum macht das denn eigentlich keiner? Wir haben doch Leute, die Transportpriorität haben. Warum sammeln die denn das Zeug auch einfach nicht? Die lassen das einfach da herumliegen. Hier, Christine. Du machst das jetzt. Keine freie Stelle auf Lagerplatz. Wie, sind die ganzen Waffenständer schon wieder voll oder was? Das gibt's doch gar nicht. Okay, da müssen wir da mal für mehr Platz sorgen, offensichtlich. Oder vorübergehend mal hier oben doch noch mal die Waffen gestatten in dem Lager. Dass die doch da noch mit reinpacken können. Schild und Waffe. Dann machen sie das vielleicht auch. Und dann können wir das auch gleich weghandeln, damit es uns nicht zur Last fällt hier. Ja, sehr schön. Erstmal saufen, genau. Übliche Stammtischkonversationen hier. Nicht schlecht. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Stammtisch. Ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Das ist jetzt halt, ich möchte nämlich gerne dieses Lager hier rauskriegen. Das ist nämlich eigentlich unser Wohnzimmer hier. Das ist nämlich, soll eigentlich die große Halle sein. Aber ja, die kann ich halt nicht so groß machen, wenn da mitten im Weg dieses riesige Lager mit den ganzen Klamotten da rumliegt. So, welche Handelskarawane kam denn jetzt eigentlich zu uns? Jetzt gucken wir mal, wie sieht die denn eigentlich aus und wo ist die eigentlich gerade? Ah, die sind schon drinnen.
Moment. Spielbär war der Händler, ne? Haben wir eigentlich noch jemanden, der Redekunst hat? Falls Spielbär auch mal irgendwie das Zeitliche segnet, brauchen wir auch irgendwie einen Ersatz. Nee, scheinbar nicht. Das ist natürlich nicht so steil. Okay, warte, dann Spielbär. Tauschhandel treiben. Genau. Schön treiben. Mit Hrothgar. Hieß nicht Hrothgar einer aus Beowulf? Ich glaube schon. Das sind ja so solche angelsächsischen Namen hier. Genau, schnapp ihn dir. Und was hat er denn dabei? Jede Folge beginnt irgendwie gleich mit so einer Handelsaktion. Das ist irgendwie nice. Gleich erstmal die Setzlinge verkaufen, würde ich sagen. Die wir nicht mehr brauchen gerade. Was hat er denn eigentlich dabei? Wanddekoration hat er. Winterkleidung, Wollkappe. Das ist alles eher nicht so interessant, würde ich sagen. Leinenstoff. Kräutersamen hat er. Kopftuch solide, das können wir mal verkaufen direkt. Ja, und sonst ist ja eigentlich, geht nicht so viel eigentlich. Fesseln solide, was? Ja, sehr gut. Fesselspiel. Alter, die Fesseln kosten 166. Was sind das für Fesseln? Sind ja aus Seide gemacht oder was? Seidenfesseln hier mit Goldstaub überzogen oder was? Ja, ansonsten hat er aber nicht viel, muss ich sagen. Es ist nicht gerade so wahnsinnig spannend. Mechanische, ja, okay, mechanische Komponenten wären natürlich spannend. Warte mal, wir könnten ihm das Silber geben. Ja, das bringt nicht viel, leider. Alter, die kosten 212. Mach Sachen, ey. Nee, das, der will vor allem Essen haben und Samen. Ach, weißt du was, der kriegt das jetzt für umsonst. Glaube ich. Oder warte mal, das Heilpack. Nee, das kriege ich auch nicht. Ich kriege einfach nicht genug los, was genug Geld bringt. Dass ich da was im Gegenwert dafür auch bekomme. 50 Shades of Grey. Nee, ich nehme das an. Dann haben wir ein kleines Defizit. Ist okay, dann kommt er häufiger vorbei. Vielleicht, wenn wir dann mal wieder was haben. Der will ja auch keine Waffen und nichts. Rosa Plüschhandschellen, wahrscheinlich. Der will auch keine Waffen und nichts. Das ist voll doof. Wie soll ich denn? Ich muss doch hier mal meine ganzen Sachen hier mal loswerden. Genau deswegen brauchen wir nämlich so ein großes Lager. Genau deswegen brauchen wir, weil wir diese ganzen Sachen immer so selten loswerden. Man muss immer sich gleich auf so einen Händler stürzen, wenn man einen gefunden hat, der dann auch wirklich bereit ist, das Zeug abzukaufen. Unglaublich. So. Hier unten macht man jetzt mal auch gleich noch einen Fußboden rein, würde ich sagen. Und da machen wir jetzt, weil wir schon mit der Lehmziegeldecke angefangen haben, machen wir jetzt mal einen Lehmziegelfußboden da unten. Zumindest hier vorne schon. Und hier. Und hier. Und hier. Weil dann können wir nämlich da auch schon diese eine Zone dann schon mal vorbereiten. Dann können sie das schon mal von oben nach unten transportieren. Nicht wahr? Und rundum können wir noch Waffenschränke bauen eigentlich. Ist ja mal eine nette Idee eigentlich. Dann handel halt nicht. Nee, ich will das ja loswerden, das Zeug. Und ich kriege ja dann ein Handelsdefizit. Das heißt, ich exportiere mehr, als ich kaufe. Und ja, das heißt dann, die kommen dann häufiger vorbei und mögen mich halt auch mehr. Und das kann langfristig vielleicht dann auch, wenn es dann auch Diplomatie gibt, kann das schon vom Vorteil sein, wenn die mir offener gegenüberstehen, die Nasen. Ist gar nicht so unwichtig. Region, genau. Also das würde man dann bei der Regionalkarte sehen, wenn wir dann den Tisch gebaut haben. Da müssen wir mal bei der Forschung. Wo kann ich das eigentlich schon? Kartografie, was brauche ich denn da? Ich brauche 30 Chroniken. Da müssen wir noch ein bisschen für stricken. Für Verteidigungsanlagen brauche ich aber auch 30 Chroniken. Das ist wieder so ein Ding, wo man sich wieder entscheiden muss, was man dann wieder dringender haben will. Naja. Wir sind ja fleißig am Forschen. Er hat ja gerade schon wieder Forschung erstellt, der Captain Fluffy. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. So, gucken wir mal hier runter. Ah, genau, da wird wieder gegraben. Sehr gut. Dann macht er gleich mal mit den Ziegeln weiter hier. Genau. Sehr schön. Geh mal hoch. Ah, jetzt ist 5,7 Grad hier. Nicht schlecht. Oh nein, der Kohl hat nur noch 3 Trefferpunkte, 4 Trefferpunkte. Oh Gott. Erholt er sich eigentlich auch wieder? Wenn er zu kalt war? Das ist so die große Frage. Und farmen die hier jetzt auch mal den Kalkstein? Nee, das machen sie nicht. Die bauen da erstmal unten rum. Im Keller machen sie erstmal rum.
Naja, okay. Ist wieder, zieht sich wieder alles ein bisschen. So ist das halt im Mittelalter. Da zieht sich das halt auch mal. Jetzt höre ich hier irgendwen irgendwas abklopfen. Sind sie gerade am Ziegeln machen? Nee. Schade. Aber hier ist Kalkstein. Hier könnte eigentlich jemand was machen. Warten auf Ressourcen. Ich muss mir mal nochmal die Prioritäten angucken, glaube ich. Warte mal, das ist Zimmerhandwerk, glaube ich. Nee, das ist Anfertigen, oder? Was ist denn das nochmal? Ist das Anfertigen? Unqualifizierte Tätigkeit bei der grundlegenden... Genau, Ziegel war das hier. Da hat ja kaum einer wirklich eine Prio dafür. Dann gebe ich jetzt mal Lukas die Prio, Ziegel herzustellen. Kann der mal machen. Irgendeiner muss das jetzt mal machen. Wird langsam mal Zeit. Ja, wenn der Ofen läuft, müsste er dann auch eigentlich... Dann müsste er eigentlich hier weitermachen dann. Am Steinmetztisch. Genau, erstmal das Feuer schüren. Was, wie viele Fähigkeitspunkte hat er eigentlich? Der hat bei Zimmerhandwerk 15. Ja, das ist okay. Sollte funktionieren mit 15. Wird dann halt nur Rosenkohl. Müssen wir mal schauen, ob da jetzt überhaupt noch was draus wird. Aus dem Kohl. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass der jetzt vielleicht nicht überlebt. Wenn es jetzt nochmal kalt wird. Also der Winter geht ja irgendwie 12 Tage. Ein Tag ist noch Winter. Wenn da jetzt nochmal Schnee kommt, dann ist, glaube ich, dann vorbei mit Kohl. Dann ist der, glaube ich, hinüber. Wenn da auch mal eine Kältewelle kommen sollte auch. Das kann durchaus passieren. Am letzten Tag des Winters nochmal eine Kältewelle. Dann geht es nochmal auf minus 30 Grad runter. Dann ist auch vorbei. Dann ist vorbei mit Kohl. Schau doch mal wegen Kalkstein. Habe ich ja schon. Ist nicht viel. Hier ist halt ein bisschen was. Hier ist halt ein bisschen was noch. Und das war's, glaube ich, schon. So richtig große Quellen gibt es hier nicht auf der Karte. Ich habe ja schon überall geguckt. Ich meine, gut, ich muss auch natürlich hier das hochmachen, damit man das auch sehen kann. Aber es ist ja nicht mal in den Wänden was drin. Was ist das hier? Da kann ich ja nichts machen. Das ist ja quasi Bedrock an der Seite. Ja, ist halt echt mager hier, was das angeht. Da ist noch ein kleines bisschen was. Ich meine, ja, das kann ich natürlich auch schon mal in Auftrag geben, dass sie da buddeln. Vielleicht macht ja auch mal einer das. Vielleicht, wenn sie da mit dem Kellergewölbe fertig sind, vielleicht machen sie es ja dann. Oh, da wurden schon Ziegel verteilt. Wie viele Lehmziegel haben wir noch? 77. Das sieht doch gut aus eigentlich. Hier, dann mach mal hier noch Lehmwände. So. Die Wand hier auf der Seite lasse ich mal noch ungeziegelt oder ungelähmt, weil da will ich vielleicht dann noch weiter nach da bauen oder vielleicht hier noch einen Tunnel an der Seite bauen, damit da noch Räume dran gebaut werden können. Das wäre ganz praktisch. Da wäre jetzt halt mal spannend, ob es auch Feinde gibt, die nach unten buddeln. Gab es das nicht mal in irgendeinem Spiel? Da gab es doch auch Tunneler in irgendeinem Spiel. War das nicht bei Caesar 3 oder bei Pharao? Da hattest du auch Verteidigungsmauern bauen können, aber dann gab es dann Tunneler, die sich dann vor deinen Mauern eingegraben haben und die haben dann deine Mauern zum Einsturz gebracht, weil sie die unterhöhlt haben. Das war natürlich eine ganz schöne Sache. Ich glaube, das war Pharao. Ich weiß nicht, ob das bei Caesar war, aber ich glaube, das war Pharao. Stronghold. Okay, ja, Stronghold kann es auch. Ja, stimmt, dann war das wahrscheinlich eher Stronghold, genau. Ich muss sagen, ich kann diese alten Strategiespiele nicht mehr so gut auseinanderhalten im Kopf. Ist schon so lange her, ey. Stronghold war das, genau. Aber Pharao hatte auch geile Mechaniken, weiß ich noch. Da konntest du auch riesige Pyramiden bauen und so. Sollte es nicht demnächst auch mal wieder so ein Ägypten-Aufbaustrategiespiel geben? Ich glaube ja, irgend so ein neues sollte doch da kommen. Das glaube ich auch Pharao heißt, zufälligerweise. Aber glaube ich nichts mit der Serie zu tun hat. Das war so cool, da konntest du wirklich so Monumente in Auftrag geben, wie Pyramiden und Sphinx und so. Und die haben dann wirklich diese Steinblöcke angefertigt in den Manufakturen und haben die dann zu der Baustelle transportiert und auf der Baustelle dann an die Stelle gebracht, wo sie das dann, wo das dann hin sollte und so. War richtig geil, ey. Für die damalige Zeit war das schon ein ziemlich geiles Spiel. Aber es war ganz schön verbuggt. Es war ganz schön verbuggt gewesen, kann ich mich auch erinnern. Pharao. Aber es war richtig geil. Also war geil, aber verbuggt. Manchmal hat es auch einfach nicht funktioniert dann mit dem Monument.
Builders of Egypt, okay. Muss ich mal schauen, weil das würde mich auch interessieren, mal wieder so ein Ägypten-Aufbaustrategiespiel. Da gibt es viel zu wenige. Weil das ist eigentlich, kein anderes Land bietet sich mehr an für so ein antikes Aufbaustrategiespiel wie Ägypten eigentlich. Mit dieser ganzen Sache, mit den ganzen Sachen, die wir über die wissen, über die Kultur und so, die ganzen Manufakturen, die da möglich sind und die Monumente, die man bauen kann, das ist eigentlich voll spannend. Verstehe gar nicht, warum da nicht mehr kommt. Das sind Sachen, das würde ich sofort spielen. Sofort. Da kommt ja nichts. Gefühlt. Also jetzt, ja, jetzt kommt dieses Pharao-Spiel, aber. Also irgendwann halt, keine Ahnung. Es war geil verbuggt, genau. Es war geil, aber verbuggt, so muss man es eigentlich sagen. So wird ein Schuh draus. Mann, haben wir jetzt hier ein Riesengewölbe. Guckt euch das mal an. Da weisen wir doch gleich mal an, dass sie da gleich mal Waffenschränke hinstellen. Die können wir ja mal hier an die Wände bauen, so ein bisschen. Guck mal, man kann die sogar in die Stützpfeiler reinbauen. Ist ja unglaublich. Das wird unsere Waffenkammer jetzt. Platz ist bereits belegt. Na, das ist ja mal ein Ding. So. Weil ich will das, was hier oben ist, das will ich gleich kopieren eigentlich. Und dann bappen wir das nämlich hier hin. Sehr schön. Und dann können wir das oben nämlich wegmachen. Alles entfernen, genau. Und dann können sie das nach unten transportieren. Können sie schon mal anfangen. Dann haben wir oben den Platz und können das dann wegmachen. Wundernice. Und für Waffen haben wir jetzt auch mehr Platz. Sehr schön. Unser Gewölbe ist fertig. So, was ist denn jetzt verfügbar an Forschung eigentlich? Ah! Was für ein Timing. Habt ihr das gesehen? Okay, was machen wir jetzt? Verteidigung? Oder Kartografie? Verteidigung ist ja langfristig erstmal wichtiger für die Abwehr von Feinden. Und da kommen ja bestimmt bald wieder welche. Und unsere Türen gehen halt sehr schnell kaputt. So hätten wir halt Eisentüren, die sehr verstärkt sind, die doppelt so viele Hitpoints haben. Ich glaube, wir machen das erstmal. Und das nächste ist dann Kartografie, was wir erforschen. Dann kann ich nämlich hier auch gleich mal die kaputte Tür ersetzen. Hier, guck mal, jetzt haben wir nämlich verstärkte Türen mit einem... Oh, Trefferpunkte 500 sogar, krass. Gitter könnte man auch machen. Da können sie, glaube ich, sogar durchschießen. Guck mal, da machen wir da jetzt eine verstärkte Tür hin. Das Eisen haben wir ja. Und hier die Tür reißt mal. Ja, die können wir eh abreißen dann, weil das wird ja eh vorgelagert dann. Hier. Da können wir ja hier schon die Tür in Auftrag geben und die erstmal stehen lassen noch. Ne? Ich glaube, der Lukas macht jetzt Ziegel hier. Jawohl, guck mal. Richtig gut, da geht das da auch weiter. Vor einigen Jahren gab es auch mal Caesar und Caesar 2. Ja, Caesar war ja der Vorgänger von Pharao. Das war ja der Vorgänger. Der Pharao war der geistige Nachfolger von Caesar. Das war ja auch dieselbe Engine und der ganze Spaß. Das kam aber meiner Meinung nach nicht an Pharao ran. Pharao, fand ich, war auch die Krönung von dieser ganzen Caesar-Reihe gewesen. Also das war so... Da haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Bis auf, es war halt am Anfang zumindest, war es halt ziemlich buggy gewesen. Aber da haben sie eigentlich alles reingepackt, was man reinpacken kann. Alle Mechanismen aus Caesar, die nicht funktioniert haben, haben sie, glaube ich, rausgenommen. Alles, was an Caesar geil war, haben sie drin behalten. Und diese ganzen komplexen Warenverarbeitungen und die Bürgerstufen, da gab es ja auch, sind ja auch aufgestiegen, die Bürger, wenn du die richtig versorgt hast mit dem ganzen Zeug. Und so, das war so gut, weiß ich noch. Also, wenn ich so ein Retro-Aufbauspiel nochmal spielen würde, dann wäre das Pharao. Aber das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, weil ich glaube, das läuft nicht mehr so. So technisch läuft das, glaube ich, nicht mehr. Ich fand Herrscher des Olymp Zeus auch ziemlich cool. Ja, das war dann nochmal der Nachfolger von Pharao, glaube ich. Das habe ich aber, glaube ich, nicht mehr gespielt, tatsächlich. Das war dann irgendwie, keine Ahnung, weiß gar nicht mehr genau warum, aber da habe ich, glaube ich, dann auch aufgehört so zu zocken. Das war so die Phase, wo ich mich auf die Ausbildung so konzentriert habe. Und da habe ich dann, oder so aufs Abi auch, und da habe ich dann nicht mehr gespielt. Fluten gab es auch, ja genau, im Pharao, da wurden dann, oder die Nilufer wurden dann geflutet. Und da musstest du dann aufpassen, dass du dann in der Phase deine Ernte säst und ne, damit dann das gut wachsen kann, weil dann der Nilschlamm kommt und so, der fruchtbare. Das war schon echt geil, muss man sagen. Und da gab es dann so Überflutungszonen, wo du dann deine Farmen bauen musstest. In manchen Maps gab es dann mehr Überflutungszonen, in anderen weniger. Das war schon echt gut. Solche Mechanismen, die auch so... mit der Natur und mit den Maps so interagieren, würde ich mir bei viel mehr Aufbauspielen noch wünschen eigentlich.
Das wird heutzutage viel zu wenig gemacht. Auch bei den Spielen, die es heute noch gibt, wird das viel zu wenig gemacht. Da ist die Map halt einfach nur eine Fläche, die du bebaust meistens. Und ja, ab und zu an einer Stelle gibt es dann mal eine Ressourcenquelle und so. Aber dass du mit den Gezeiten das so abstimmen musst und so, das gibt's halt seltenst, finde ich. Viel zu selten. Aber so richtig Kalkstein abgebaut? Ah, doch, haben sie jetzt. Deswegen wird da auch gearbeitet am Kalkstein-Dings. Okay, warte, dann farmt hier mal noch weiter gleich. Nicht, dass das Zeug dann wieder unten liegt. Ja, guck mal, das liegt wieder unten. Na gut, da müssen wir da dann eine Treppe runterbauen aus Holz. Siedler, ja gut, Siedler. Das war ja recht, fand ich immer recht easy eigentlich. Also, ja gut, ich habe halt Siedler 2 gespielt. Dieses, wo sie sich noch so von Fähnchen zu Fähnchen bewegen mussten irgendwie, keine Ahnung. Das habe ich schon gesuchtet, aber... Boah, ich glaube, sowas würde ich heute nicht mehr spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir zu simpel irgendwie. Vom Spiel, von der Spielmechanik her ist mir das einfach zu simpel. Ich glaube, Siedler ist echt so ein Phänomen seiner Zeit und ich glaube, du kannst das auch nicht mehr so reproduzieren. Ich glaube, du kannst manche Spielprinzipien nicht mehr so erfolgreich reproduzieren, wie die mal waren, weil die einfach zu schlecht gealtert sind. Ich glaube, Siedler gehört damit dazu. Weil das letzte Siedler, was jetzt kam, wurde ja auch irgendwie ganz schön verhunzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich glaube, das geht einfach nicht. Du kannst es nicht in die moderne Zeit mehr übersetzen. Es sind einfach so Spiele, die haben in ihrer Zeit gut funktioniert. Und dann ist auch gut. Und dann gibt es Spiele, die funktionieren immer. Sowas wie Tetris, das funktioniert immer. Das ist so ein Prinzip, das ist so simpel und so universell verständlich. Das funktioniert immer, das kannst du immer spielen. Ja. Würde ich jetzt sagen. Gibt's Leitern in dem Spiel? Nee, in dem Spiel gibt's keine Leitern, aber Treppen gibt's. Das ist gut für einen Treppenwitz. Pinball-Kappa, ja. Pinball auch, genau. Das war halt dann immer irgendwie auch was anderes. Das war eigentlich gar nicht das Siedler, wie man das kennt. Aber das Ding ist halt auch, das Standard-Siedler-Prinzip ist halt auch zu simpel. Und Civilization ist auch so ein Spiel, das immer funktioniert. Genau, das ist auch so ein Spiel, da kann es die tausendstmillionste Auflage geben, die nur kleine homöopathische Dinge ändert. Und trotzdem ist es ein Spiel, das funktioniert. Und dass sich die Leute schlagen, um das zu spielen. Weil es einfach geil ist, ein geiles Prinzip. Manche funktionieren halt nicht mehr, finde ich. Manche kannst du einfach nicht mehr spielen heutzutage. Ich überlege gerade, ob mir noch was anderes einfällt, was schlecht gealtert ist. Aber das Ding ist, Dinge, die schlecht gealtert sind, vergisst man auch immer recht schnell. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Hugo, der Troll, ja. Das ist auch schlecht gealtert, vor allem, wenn du es noch mit dem Telefon spielen musst. Wenn du Hugo, der Troll, noch mit dem Telefon spielen musst, dann ist das die pure Retro-Packung auf jeden Fall. Und wenn da noch eine Moderatorin im Hintergrund ist, die dir noch Kommandos gibt, was du machen sollst, dann weißt du Bescheid, da hast du gerade eine Zeitreise gemacht, glaube ich. Wobei das schon wieder geil wäre, wenn man das wirklich mal machen würde. Es gibt ja so Spiele-Compilations mit diesen Hugo-Spielen, retromäßig, wenn man dann einfach das mit dem Tastentelefon dann versucht zu spielen. Und einer muss einem dann die Commands geben. Und da muss man aber auch so ein Input-Lag einbauen, wie die das hatten bei diesen Serien, wenn die da die Tasten gedrückt haben. Dann gab es ja immer in den Sendungen, bis der dann ankam, der Command, durch die ganze Technik, hat das ja ein Lag gegeben. Und das haben ja viele nicht beachtet. Die wussten das nicht und haben dann angerufen, um da mitzuspielen, haben dann da die Tasten gedrückt und dann hat er sich erst Stunden später rüber bewegt und ist direkt gestorben dann. Und manche sind auch immer gleich am Anfang gestorben. Das war auch mal sehr lustig. Und das war damals voll interaktiv. Das war interaktives Fernsehen damals. Da haben sie sich voll einen drauf gekeult technisch. Das war total richtig krass. Da sind allen die Schnürsenkel aufgegangen. Das war voll geil war das da. Das war so hippe Hipster-Jugendtechnik war das damals. So voll für coole Kids so. Hugo, der Troll, wo die Hexe Hugoline gefangen hat. Ja genau, der musste immer sein Mädel befreien, genau. Und die Hexe. Die Hexe war eigentlich ziemlich sexy, kann ich mich erinnern. Das war gar nicht so eine olle Kräuterhexe. Die sah eigentlich ziemlich scharf aus immer. Jetzt zeige ich hier voll den Nostalgie-Flash, während meine Siedler hier vor sich hin arbeiten. Aber das ist doch mal ganz gut. Ich meine, ich kann gerade eh nicht viel machen. Der Winter ist immer noch am Start. Der Kohl ist aber noch am Leben immerhin. Es ist ja auch gerade positive Plusgrade.
Wäre ja auch schlimm, wenn es negative Plusgrade wären. Ne? Da würde ja irgendwie im Universum was falsch laufen. Sat 1, ich glaube, Kabel 1 gab es doch noch gar nicht. Doch, tatsächlich kam das auf Kabel 1. Sat 1 hatte was anderes. Sat 1 hatte diesen Ball gehabt. Die hatten nicht Hugo. Hugo kam, glaube ich, auf Sat 1. Auf Kabel 1. Und Sat 1, da kam das mit diesem, wie hieß denn dieser Ball? Der, wo immer diese komischen Sonnen dann auf den Ball zukamen oder diese Rasiermesser irgendwie und dann mussten die ausweichen. Das, und dann haben die dann aber auch, da war das noch anders, da haben die nicht mit dem Telefon die Inputs gemacht, sondern da haben die das dem Moderator gesagt, was er machen soll. Und das war noch schlimmer. Da mussten die immer sagen, rechts, links, Mitte, negative Pluszahlen sind die ganzen Rechnungen, die man zahlen muss. Ja, für den anderen ist es dann eine Pluszahl, ja. Da ist das dann sehr, der das Geld kriegt. Forschung habe ich nicht bekommen, nee. Weil gerade gefragt wurde, Forschung. Aber die machen irgendwie auch gerade nicht genug. Ah, jetzt doch, jetzt habe ich welche bekommen, Mensch. Aber hier, für Kartografie reicht's nicht. Da müssen wir noch 10 Forschungs abwarten, Forschungspunkte. Haben die jetzt eigentlich schon die Türen gebaut? Nee, haben sie noch nicht. Die machen immer noch nur die Wände erstmal. Ist eigentlich unschlau, die müssen mal die Türen anfangen. Haben wir überhaupt Holz? Ja, Holz haben wir 149 immerhin. So, morgen bricht der Frühling an. Nicht schlecht. Das kann sich doch sehen lassen. Haben wir den Winter überlebt, den ersten. Aber wir haben kein Trinken mehr. Das ist schlecht. Warte mal, da muss ich mal beauftragen, dass die hier mal... Hier die Beeren schon mal ernten. Die da jetzt schon neu entstanden sind. Wo sind denn hier noch Johannisbeersträucher? Wo sind denn hier noch welche? Was ist das hier? Ist das wilde Gerste? Warte mal. Gerste wild! Ja, lass das mal ernten gleich. Nee, warte. Sollst du das so machen? Genau. Lass mal die wilde Gerste ernten gleich. Und Pilze gibt's auch, aber Pilze brauchen wir nur für einen Topf vielleicht. Hier sind noch Pflanzen, die wir ernten können. Können wir schon mal ein paar Johannisbeeren abgreifen. Ist das hier Gerste? Ja. Gleich mal ernten lassen. Die können wir nämlich bei uns dann ansehen. Hier. Da. Schön ernten. Jawohl. Kriegen wir nämlich, das können sie ja dann auch wieder anpflanzen, die Johannisbeeren, aber können sie ja auch gleich wieder verarbeiten. Oh, hier ist auch wieder was. Oh Gott, das war ein Wolf, glaube ich, gerade. Habt ihr das gehört? Ich dachte schon, wir hatten da jetzt geschrien. Ich dachte, hier hat einer im Haus gerade irgendwie geschrien, ey, krass. Ja, da wieder, habt ihr das gehört? Sehr schön. Kann man im Spiel auch Mauern upgraden oder muss man neue bauen? Du musst die neu bauen. Aber das ist ja auch logisch. Also ist ja auch realistisch, dass du nicht einfach an der Stelle, wo eine Holzwand ist, einfach mal schnell eine Mauer hinziehst. Also ich mache das so, dass ich das dann immer so davor aufbaue. Ne? Und dann die hinteren Wände einfach dann abreiße. So gewinne ich auch Fläche in der Base dann. Weil da wird ja die Fläche dann vergrößert auch. Um einen Block halt. Ne? Das ist doch schon ganz schön. Wen willst du mit den Pilzen vergiften? Das sind keine giftigen Pilze. Alles gut. Die sortieren das schon aus. Die machen das schon. Hier, verzweifelt durstig. Moderat müde und verzweifelt durstig. Zum Glück sind die anderen Sachen schon so positiv, dass das jetzt nicht so ins Gewicht fällt mit dem Durst. Zum Glück verdursten sie auch noch nicht. Statt Pilzen kann man Pilze nehmen für den schönen Abend. Ja, ich glaube auch. Das funktioniert damit besser. Wie viel Forschung haben wir jetzt? Noch nicht genug für die Kartografie. Ja, das ist doch nice. Also unsere Base kann sich mittlerweile echt sehen lassen. Finde ich. Finde das schon ganz ordentlich. Gucken wir mal jetzt hier runter. Das Gewölbe ist auch schön vollständig jetzt hier. Da haben sie auch schon alles reingepackt. Dann können wir jetzt hier oben das Lager entfernen, wa? Guck mal, das können wir jetzt wegmachen. Nice. So, dann würde ich sagen... Wir machen auch gleich noch eine Umplatzierung von diesem Ding hier. Stellen das vielleicht mal so ein bisschen mehr so an die Wand ran. Ja, vielleicht nicht unbedingt da hinten hin. Vielleicht da so hin. Ja, wobei, da müssen sie langlaufen. Ich möchte nämlich gerne
Was ist denn das hier für ein Tisch? Mittelgroßer Holztisch. Ich würde gerne mal einen großen Holztisch bauen. Rutsch. Ah, neue Season. Der Frühling war in Spielberg Castle angekommen. Als die Sonne den schlafenden Boden erwärmte, begann die Vegetation zu wachsen. Es war die perfekte Zeit, um die Pflanzen für das bevorstehende Jahr zu sehen. Ja, das haben wir ein bisschen vorweggenommen, muss ich zugeben, mit dem Sehen. Mäßige Temperaturen, genau. Das haben wir ein kleines bisschen vorweggenommen. Aber wir haben ja noch Pflanzen. Es ist ja nicht so, dass wir nicht noch Pflanzen hätten, die wir noch säen könnten. Wir haben doch noch hier, warte mal, wir machen mal hier vorne, machen wir mal unser Pflanzfeld. Und zwar machen wir jetzt noch ein Feld für, was hatten wir hier noch bekommen? Rüben? Karotten, genau. Fletcher hat einen Intellekt bekommen, nice. Warte, ich mach das jetzt mal hierhin noch. Rübensamen. Und dann, was hatten wir noch? Ne, genau, Karotten und Rüben, genau. Mach mal hier noch die Rüben. So. Und hier, warte, können wir gleich noch weitermachen eigentlich. Und dann können sie da die Pilze noch wegmachen. Und dann hatten wir noch Kräuter, ne? Kräutersamen auch. Die mache ich jetzt hier hin. Mach mal nur so ein kleines Feld. Oder hatten wir innen noch Kräuter gehabt? Ne, innen hatten wir Gerste und Kohl. Für die Grundversorgung. Ja, dann müssen sie das jetzt machen. Hilft alles nix. Nicht genug Samen. Ja, ach. So ein Quatsch. Immer genug Samen. Ich habe immer welche dabei. So, wie schaut's denn hier mit dem Kalkstein aus? Kalkstein ist schon wieder hier weggezuzelt. Hier muss ich mal eine Treppe nach unten bauen. Sonst kommen sie an den Kalkstein, der da unten liegt, nämlich nicht ran. Das ist schlecht. Dann müssen wir uns da mal noch weiter nach unten buddeln, weil ich glaube, da geht es nämlich noch weiter mit Kalkstein. Hier, guck mal. Ja, da ist nämlich auch noch Kalkstein da unten. Dann machen wir das hier mal alles ein bisschen größer. Würde ich sagen, dass wir das hier mal ein bisschen ausdehnen. Den Baum können wir mal fällen noch. Der ist im Weg. Und dann lassen wir die einfach mal hier auch hier rüber mal graben. Da ist nämlich auch noch Kalkstein. Der wird jetzt gebraucht. Der wird jetzt ganz, ganz dringend gebraucht für unsere Mauern. Aus Weizenkörnern machen wir Maische und daraus Bier. Na, hier ist das ein bisschen anders. Hier wird das aus Gerste direkt hergestellt, das Bier. Aber die Gerste braucht ewig, bis die gewachsen ist, ne? Also ewig. Das ist wirklich krass. Du kannst Gerste genau einmal ernten und dann war's das. Wie sieht's eigentlich mit den Abfallbäumen aus? In 15 Tagen tragen die ihre Früchte. 22 Tage. Hat denn, warte mal, ich habe denen ihre Botanikfähigkeit ein bisschen runtergedreht, ne? Also ihre Prios bei Botanik. Hier, warte mal, anpflanzen müssen wir mal erhöhen, damit die das eher machen. Und bei Daisy machen wir mal den Transport eher runter. Wer hat denn noch eine hohe Botanikfähigkeit? Wer kann denn da noch helfen? Hier Kardinal hat, der kann auch mal mit anpflanzen helfen. Hier, Chrissy auf jeden Fall auch. Da macht man bei Kardinal lieber wieder die 2 rein. Und Christine, nee, eigentlich nicht. Christine sollte vielleicht nicht anpflanzen. Weil wir müssen mal schauen, dass die jetzt mal die Pflanzen auch ausbringen. Damit wir möglichst schnell Ertrag haben. Die sind mir hier gerade zu sehr am Rumtingeltangeln wieder. Weißt du, dass du ein paar Samenarten auch züchten kannst? Ja, man kann einstellen, wann die Pflanzen geerntet werden sollen. Und dann gibt es so Phasen, wo mehr Samen als Frucht rauskommt. Zum Beispiel bei Kohl kannst du einstellen, dass er länger auf dem Feld bleiben soll. Das können wir eigentlich mal machen. Hier. Wenn da bei Samenbildung, das dauert aber länger, das dauert 14 Tage. Dann können wir einmal ernten lassen für Samen und dann können sie noch mal mehr aussehen. Und da stellen wir dann wieder um auf reif. Und dann, ne, kommt dann beim zweiten Mal mehr Ertrag dann raus. Forschung ist verfügbar, ja, guck mal mal. Aber immer noch nicht die Kartografie. Fehlt noch ein Ding. Da müsste gleich fertig sein eigentlich hier. Wenn der fertig ist, wenn Christine fertig ist mit Forschen, dann müsste das passen eigentlich. Spielbär baut gerade die Mauer weiter. Der Ossi baut die Mauer, das passt ja. Das ist ja genial. Guckt euch das an, das sieht schon ordentlich aus hier. Guckt euch das mal an. Voll gut.
Voll die Mauer schon hier hochgezogen. Nicht schlecht. Mauer im Frühling. Wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Und da kriegst du auch schön Erfahrungspunkte fürs Bauen. So, und die hat jetzt 800 Trefferpunkte. Nicht schlecht. Also, wenn der Gegner angreift, wird er wahrscheinlich nicht hier an der Stelle angreifen. Da wird er wahrscheinlich irgendwo auf die andere Seite gehen. Wahrscheinlich da wird er hingehen, wo immer noch die Tür fehlt. Oh ne, die haben sie jetzt auch gebaut. Guckt euch das mal an. Die hat jetzt auch 500. Na, da wird es ja spannend, wo die dann angreifen. Ne? Wahrscheinlich auf eine beliebige Holzwand, weil alle Holzwände haben dann aktuell ja weniger als die Türen. Haben ja nur weniger als halb so viele Trefferpunkte dann. Ach, Spielbär, was hast du da wieder gemacht? Hat er kaputt gemacht. Er hat's kaputt gemacht, der Spiel. Er hat nicht richtig gebaut. Was soll denn das? Schweinerei. Schöne Ziegel hier. Die ganzen Ziegel, die mühevoll gemeißelt wurden hier, damit du die da bauen kannst. In die Mauer. Damit du die bauen kannst in die Mauer. Ah. Ja, schön bauen, komm. Tu es. Gibt's einen Wassergraben? Nee. Also du kannst einen Graben ausheben vor der Burg, aber du kannst da kein Wasser reinmachen. Gibt ja kein fließendes Wasser hier. Es gibt ja keine Flüsse oder so. Und für die ganzen Getränke brauchst du auch kein Wasser, interessanterweise, ja. Vielleicht kommt sowas noch, dass du Wasserquellen brauchst. Einen Brunnen oder so. Eigentlich muss ja jede gute Burg einen Brunnen haben. Das waren ja auch, glaube ich, eigentlich die Locations, wo sich Burgen und so Siedlungen auch angesiedelt haben, wo die halt Brunnenwasser abgreifen konnten. Wo die halt nicht raus mussten, um halt Wasser zu holen, ne? Und das war ja auch dann dieses Ding, dass das eine Angriffsfläche war, der Brunnen. Also dann gab es ja diese Methode, den Brunnen zu vergiften. Daher kommt das ja auch mit diesem Spruch der Brunnenvergifter. Das war dann das kleine Schweinchen, was halt für den Gegner gearbeitet hat und dann das Trinkwasser verseucht hat. Ich glaube, das gab es sogar auch mal in irgendeinem Film. Ich glaube, Fleisch und Blut hieß der Film. Mit Rutger Hauer, genau. Da haben die auch irgendwie eine tote Ziege dann in den Brunnen gepackt. Und dann sind die alle krank geworden in der Burg. Und dann konnten sie die irgendwie überfallen. Und an dieser Stelle endet diese Folge Going Medieval. Wenn es euch gefallen hat, dann an der Stelle der Hinweis, ihr könnt euch das Spiel holen im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE. Dabei wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Daumen nach oben drücken, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst oder auch hier in die komplette Playlist reinschauen, sowie in die anderen Videos, die hier an der Stelle verlinkt sind. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Going Medieval. Bis dann, ciao, ciao.